kommen zum Highlight von der Ursi, zu der Highlight-Kollektion von der Ursi, Herbst-Winter 2019-2020. Thema Skitouring. Und das Gerät hier, das fasziniert mich. Silvretta-Bindung. Ich bin auch so eine gelaufen, gefahren. Du auch? Nein, das habe ich nicht mehr geschafft. Aber ich bin ein bisschen älter als du, oder? Das sagen wir jetzt nicht. Skitouring, ein riesiges Thema. Auch wieder in verschiedenen Ausprägungen. Die ganz schnellen, die ganz sportlichen. Und aber auch natürlich Genussläuferinnen und Genussläufer. Ich gebe da den Ski mal meinem Kollegen hier. Und wir holen die Marion. Die Marion ist unser Model, das eingekleidet ist. Und von der alten Silvretta-Bindung kommen wir zu der Marion, die perfekt parat ist für die nächste Skitour. Marion ist Dekorationsgestalterin. Sie macht alle Schöffel Schaufenster. Und jetzt? Bist du bereit? Ja. Bist du richtig bereit? Mhm. Was haben wir da? Erzähl uns, Ursi. Also, wenn wir schon das Outfit anschauen, glaube ich, man einfach am liebsten gerade auf die Ski anstatt jetzt hier stehen. Aber ich tue mal erklären, was euch begleitet, wenn wir mit dem Outfit unterwegs sind. Wir haben einen Softshell-Hoodie. Und das ist aus verschiedenen Materialmix, die wir hier haben. Wir haben vorne dran, wo der Wind entgegenkommt. Und an den Schulterbereich, außen am Arm. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen trüllen. Hier am Schulterbereich ist winddicht, ist von Venturi, das ist die Schöffeleigenmembrane, eine Softshell-Membrane drin, also sprich winddicht. Da darfst du wieder trüllen. Dann haben wir unteren Arm und am Unterarmbereich plus am Rücken haben wir ganz dünnes Stretchmaterial und das hilft uns natürlich für perfekte Atmungsaktivität, weil mit dem Teil sind wir vielleicht auch mal ein bisschen schneller unterwegs und haben ein bisschen mehr Schweiß, wo wir loswerden müssen. Gut, dann Kapuze. Auch die ist technisch gehalten. Ich habe vorne dran ein Schild. Ich kann es zweimal verstellen. Hier mit dem Zipper. Und da vorne mit dieser Möglichkeit. Wenn ich den Reissverschluss zutue, ist eigentlich generell bei unseren Jacken, haben wir eine Garage. Kannst du es mal zumachen, um zu zeigen, dass nicht das Knie schüret, wo schön alles abdeckt ist. Gut, dann können wir das mal auftun und schauen wir die nächste Schicht an. Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Feuchtigkeitsaustausch ist das A und O bei so einer seligen Kollektion. Genau, darum haben wir auch hier ein Produkt, das ja, für Abzeichen nur winddicht ist und nicht noch eine Aussenmembrane drin hat, weil die Atmungsaktivität bei einer Softshell-Jacke ist einfach um einiges höher, als wenn es eine Membrane raus hat, gegen wasserdicht. Hier sieht man ein perfektes Vlies, wo einfach Wärmeisolation ist. Das spürst du wahrscheinlich, wenn es stretch ist, schön dehnbar und hochatmungsaktiv. Auch hier haben wir rein optisch noch eine Tasche, wo es einfach noch etwas ein sportlicher rüberkommt. Und dann gehen wir noch zu der letzten Schicht. Angenehme Kragen hat das da, gell? Sieht genau. Das innen aus? Das ist noch speziell, wie das innen da. Ich denke, du siehst es innen. Nicht, aber doch, jetzt, doch, ich bin interessiert an allen Details. Genau, dem sagt man Waffeloptik. Ja. Und das tut auch die Feuchtigkeit, Transport besser gewährleisten. Und es ist natürlich vom Griff her, wenn man das anlangt, ist es auch sehr fein, wenn man es jetzt vielleicht mal kurz an darüber anlegt, dass gleich das Kuschelige von einem Vlies rüberkommt. Gut. Und dann haben wir hier noch, das ist die zweitunterste Schicht. Das ist, kann man entweder als unterste oder man kann noch darunter ganze Lichtshirt anlegen oder das als erste Schicht. Ist super angenehm im Griff, ist auch dehnbar und man sieht, es hat ganz einen hohen Kragen. Und wenn man jetzt noch ein bisschen Schöffelwettwerbung machen, wenn ich von vorne schaue, habe ich das Logo da. Und jetzt drehst du mal. Und jetzt wissen wir auch, für was wir unterwegs sind. Ich kann den Kragen aufentun. Und das ist nicht nur fürs Optische, dass man die Werbung haben, sondern es kann sein, dass es mal so heiß ist wie vor zwei Wochen. Nacken verbrennen. Und da kann ich da mit dem dagegen wirken. Oder wenn es auch mal kalt ist, habe ich einen schön hochgeschlossenen Kragen. Ich persönlich habe es gerne, wenn es zu ist. Auch hier sieht man schön versagt den Reissverschluss. Marion ist parat. Ein Wort zu den Hosen?
Wahrscheinlich zwei oder drei Wörter. Ja, da können wir ganz lang erzählen. Aber am Gescheitsten ist einfach ausprobieren, weil dann spürt man den Komfort, den die Hose bietet. Ist aus dem gleichen Material wie die Jacke. Auch das Windstopper, Venturi von Schöffel. Und auch hier haben wir den Materialmix. Wir haben im Frontbereich haben wir das Windstopper-Material. Dann dürfen wir die nochmal kurz drüllen. Hinten dran, wo wir Bewegungsfreiheit brauchen und möglichst Elastizität und mehr schwitzen, da haben wir dann wieder nur das dünne Stretch-Einsatz. Und man sieht, die ist enger geschnitten, als dass wir bisher dort hergekommen sind. Also kannst du voll Speed-Touring machen mit der. Ist Slim-Fit. Und auch hier unten ist sie schmal geschnitten. Wir haben nicht noch extra einen Schneefang drunter, sondern es ist die Gamasche, die ich hier mittels Loch oder Aussparung über die Schnalle rein tun. Alle Details. Alle Details. Und wenn du schon so eine Teile hast, gegen so eine, manchmal schwitzt man ja sehr, mach es einfach auf, haben wir hier noch Belüftungsschlitz. Gut. Super. Genau. Perfekt, eine gute Tour. Und wir wechseln über zum Tom. Und der Tom, der ist nämlich unser Herrenmodell, das mit der gleichen Linie kommt. Allerdings, er hat eine wärmere Jacke dabei und, bin ich versucht zu sagen, eine wasserdichtere Jacke. Ja oder nein? Nein, da bist du jetzt im falschen Versuch. Mhm. Ist genau die gleiche Jacke, wie Marion hat. Genau das gleiche Outfit. Genau gleiche Funktion. Aber vielleicht, man sieht da etwas, möchte ich gleich noch sagen. Und da darfst nicht nur du anhaben, sondern auch Marion. Alles, was wir hier anhabt, ist ein Kaffee. Mit diesem Kaffeesatz gemacht? Genau. Wie sieht man das? Schmecken tut man es nicht. Das haben wir im Materialblog diskutiert. Das könnt ihr dort nachschauen. Wenn ihr ganz genau wisst, um was es geht bei diesem Thema Kaffee aus einer Kaffeebohne, machen wir Faser. Hat man irgendeinen Anhaltspunkt? Nein, das ist, man sieht es nicht, man spürt es vielleicht im Griff her und du merkst spätestens, wenn alle anderen um dich herum schmecken oder sagen sie mal, Geruch haben, Schweißele, ist bei dir noch, wie wenn du frisch zur Dusche rauskommst. Deine Frau. Sehr gut. Gut. Vielleicht, ja. Diese Jacke hier, komm, ich lege die an. He? Sicher. Du hast schon genug an. Gibt es Unterschiede von der Marion zum Tom, also was die Kleider anbelangt natürlich? Ganz wenig ist bei den Hosen. Wir sehen hier den Rissverschluss, weil die Männer haben einfach gerne vorne noch einen Rissverschluss. Und etwas ist auch ein Unterschied. Man sieht hier den Einsatz, der ist bei der Marion, die Frauen früher ein bisschen schneller, ist ein bisschen dicker. Und bei der ist ja wirklich ganz ein dünner Stretchstoff. Die Männer haben meistens ein bisschen mehr Anstrengung und schwitzen schneller. Wunderbar. Und so ist auch da, nehme ich an, genau. Das Ding da hier, das müssen wir noch mal zeigen. Das finde ich fantastisch. Genau. Super. Angenommen, er ist jetzt hier oben auf dem Gipfel und hat immer noch kalt. Ja, oder er wird etwas länger oben bleiben und sagt, oh ja, jetzt auf den kalten Schnee sitzen, ja, nicht unbedingt auf den Rucksack. Wir hätten noch etwas für dich, gut, dass du oben nicht frierst. Kannst du schnell holen? Ja? Ja. Genau, gut. Und so haben wir noch ein ganz spezielles Teil. Mal. Ist das wirklich für speziell Skitouren? Oder kann man das kann man zum Langläufeln anlegen? Das kann man zum Langläufeln anlegen. Also immer wenn du frisch überkommst, um das Gesäß, vielleicht eben oben auf dem Gipfel oder im Langlauf, neues Auto oder während dem Langlauf kalte Temperaturen sind, perfekt. Es ist atmungsaktiv, ist leicht, gibt dir warm dort, wo du es brauchst. Und da sieht man auch, du musst nicht die Skischuhe abtun. Das wäre jetzt genau meine Frage. Da hat er natürlich gar keine Lust, die Skischuhe abzuziehen, sondern? Ja. Ich kann es auftun. Mit dem Zweiwegreissverschluss. Oder der andere Weg. Oder ich habe den Eindruck, vielleicht kommen wir probieren den anderen Weg mal. So. Und so. Also ein leichtes Teil, wo man ganz klein zusammenpacken kann, genau, in den Rucksack kann tun, für wenn man wirklich bei Wind und Wetter noch länger draußen sein will. Esscafé, das ist das eine. Atmungsaktivität, Bewegungsfreiheit ist das andere. Wohlig warm ist das Teil. Was wollen wir noch mehr? Gibt es noch etwas zu sagen? Ja, ich würde meinen, hier beim Tom haben wir alles gesagt. Vielleicht, wenn ich einfach noch rein optisch da noch zeigen darf. Auch hier mit der Waffelstruktur
kommt auch schön rüber. Und hier auch technisch gehalten mit dem Gummibandabschluss, dass schöner sitzt. Du hast ja so eine coole Jacke an. Und die wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen erklären. Erzähl, du musst den Sherpa machen. Genau. Genau. Und zwar haben wir hier das Primaloft Silber, das wir auch schon hatten, im Materialblock rein. Und du spürst vielleicht, wie leicht das die ist. Und genau das ist auch im Rucksack rein. Sehr hohe Isolationsfähigkeit. Du kannst die auch noch anlegen, wenn sie mal fürchtet. Wenn sie nass werden, hast du genau gleich noch warm. Und was Spezielle daran ist, dadurch, dass sie keine Steppung hat, haben wir mehr Luft und da gibt auch noch mal speziell Wärme. Also das ist ein Hammerteil für den Rucksack rein, hier oben anlegen und dann sind wir parat für die Abfahrt. Es ist wirklich warm. Schön warm. Tut dich drum jetzt. Schön und wohlig warm. Wunderbar. Also, ja, Skitouren. Das ist das Motto vom Winter 1920. Genau. Gehen wir.